Aber hier doch eigentlich alles so mehr oder weniger ausgegraben. Hier ist auch Ausgang. Hier sind wir. Okay, das war diese Ecke. Hier sind wir in dem großen Raum. Anscheinend gibt es zwei Möglichkeiten, dahin zu kommen. Die eine ist hier und die andere ist darum. So, und dann sind wir ja gleich am Ausgang. Ne? Jetzt glaube ich hier nochmal links rum. Genau. So, hier ist jetzt alles schön durchgebraten. Da können wir nämlich gleich mal das nächste Gold da reinschmeißen. Und dann haben wir hier natürlich nochmal, was ist denn das? Eisen. Eisenerz. Da brauchen wir dann. Achtung, wenn das mal alles da rein ist, egal. So, hier haben wir einen nochmal. Das tun wir in die Kisten rein. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt schon? 62 Eisenbahnen als Rohmaterial. Ich hatte doch Kisten noch dabei. Hier Kisten. Dann mache ich das mal so, dass ich da oben drüber noch eine Kistenreihe setze. Wo wir dann hier alles reinschmeißen können. Ich könnte es auch da oben machen, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu weit weg, die Rennerei da hoch. Da ist ja noch unsere richtige, unser neuer Minenraum. So, Schienen, Feuerstein, Fackeln. Machen wir uns noch mal ein paar Fackeln. Man braucht ja hier doch eine ganze Menge. So, und dann haben wir erstmal wieder ausreichend. Ah ja, das reicht schon. Huch. So, eine Stunde Aufnahmezeit. Haltbarkeit, Effizienz. Jo. Vielleicht können wir das nochmal reparieren. Liegt da was rum? Ne, sah nur so aus. Okay, dann gehen wir nochmal zurück und gucken, ob wir irgendwo was vergessen haben. Ich glaube, da waren noch so dunkle Ecken gewesen. Die eine Möglichkeit war also hier lang zu gehen. Genau, das war diese Ecke. Die ist auch noch recht dunkel eigentlich. Hier kannst du dann aber schon fast sagen, hier ist abgesperrt, da waren wir schon überall durch. Hier ist abgesperrt, das heißt, und hier ist Sackgasse. Das heißt, ich kann eigentlich schon hier mal sagen, hier brauche ich gar nicht mehr rein. So. Vielleicht noch da oben rum. Aber da kommen wir auch in den abgesperrten Raum. Okay, da waren wir überall schon. Was ist hier? Ach so, da waren wir schon. So, dann schauen wir mal. Hier waren wir schon gewesen. Hier ist noch ein bisschen dunkel ab und an. Hier war die Ecke. Okay, da kann ich mich dran erinnern. Hier war die Ecke. Das ist eigentlich auch. Können wir hier zumachen? So, da haben wir schon zugemacht. Hier können wir auch zumachen. Das heißt, die haben wir alle schon abgegrast. Schauen wir mal hier. Hier ist Sackgasse. Hier ist noch ein bisschen
Cookies. Dann ist das hier nämlich auch abgegrast. Steht da schon? Ja. Man muss dann auch drauf achten. So, dann waren wir hinten in dem großen Raum irgendwie. So, hier war jetzt zu. Da war zu. Das heißt, ich kann ja eigentlich auch dann schon hier zu machen und sagen, hier brauche ich nicht mehr rein. Und hier. Da ist zu. Hier ist zu, da ist zu, hier ist zu. Das heißt, ich kann dann auch schon hier sagen, hier brauche ich nicht mehr rein. Dann haben wir das alles abgegrast. Wir haben das abgegrast, dann brauche ich hier also auch nicht mehr rein. Hier geht es noch weiter. Hier war der große Raum, genau, also da war auch Sense. Wir waren ja irgendwo, dass wir oben hin mussten. Hier waren wir hergekommen. Genau, da waren wir hier hochgegangen. Hier kommen wir dann in die Gebiete, die noch nicht so ganz ausgeräumt sind. So ist es. Ja, was fällt mir jetzt noch für ein Thema ein irgendwie? Ich habe ja letztes Mal über die Liebe gesprochen hier im Let's Play. Die Liebe, die bedingungslos ist und wo man nichts für haben möchte. Eine sehr schöne Sache. Da oben, genau, hier wollten wir noch mal hin. Ich weiß nicht, ob es genau hier war, aber hier sieht es ja so aus, als waren wir hier noch nicht gewesen. Ja, dann machen wir erstmal hier das Ding weg. Da hinten geht es noch weiter, oder? Genau. Aber hier sind wir schon gewesen. Das ist nämlich hier dieses Kreuzungsbauwerk. Aber da haben wir noch nicht alles ausgeräumt. Was ist hier unten? Hier hatten wir von unten zugemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hallo, du schon wieder oder bist du jemand anders? Ach, da geht es auch noch weiter. Dann mache ich hier mal zu. So, dann sollte man hier natürlich auch ausleuchten. Das wird ja sofort stockfinster hier. Lava ist doch ein gutes Mittel gegen Dunkelheit. Ach, von da sind wir gekommen, ne? Da hatte ich den Kobel dahin gesetzt. Genau. Richtig, das kennen wir. Huch, Hilfe, ich hänge fest. So. Ich glaube, wir haben dann bald alles hier ausgeräumt, wenn ich da so irgendwie überblicke. Kohle. Ah ja, schön. Ja, und keine Monster mehr. Vorhin waren ja noch so viele Zombies da in der einen Ecke. Inzwischen ist alles geklärt, ja. Oh, Gold noch. Genug Gold. Gold, Goldrausch. Liebe Leute, Goldrausch. Huch. Was ist jetzt das? Ist da was noch? Was ist da noch? Ist das auch Gold?
Ja, gut. Ui, das sieht aus wie. Wie sah das aus? Wie Obsidian? So bist du nicht verbrannt hier. Weggeschwemmt worden, wollte ich sagen. So, Obsidian. Können wir wieder was essen? Ja, Fußball-Europameisterschaft. Die ist ja nun vorbei. Hinten waren wir noch nicht. Guck an, hier geht es auch noch weiter. Richtig weit. Naja, so ganz richtig weit nicht, aber immerhin. Ja, wenn man in so eine Mine kommt, dann hat man auch keine Holzprobleme. Die Frage ist ja, was nimmt man sich immer mit, wenn man dann mal in den Untergrund geht? Ich bin ja einer, der sehr gerne mal so ein Stack Rohholz mitnimmt. Da kannst du dann nämlich eine ganze Menge mitmachen. Zum Beispiel kannst du dir eine Werkbank bauen oder dann halt Stickies für irgendwelche Waffen und Werkzeuge. Das ist ja sicher nicht schlecht. Hier waren wir noch nicht. Hier ist noch ziemlich dunkel alles. Da unten ist sogar noch. Ach, gucke an. Kommst hier vom Hundertsten ins Tausendste und findest immer noch Ecken, wo du noch nicht warst. Ja, also wie gesagt, so Rohholz nehme ich gern mit, ne? Ist platzsparend und du kannst dann nachher dir solche Dinger hier machen. Wie heißen sie? Bretter. Und alles andere, was du da noch brauchst. So, hier noch. Kisten natürlich zum Beispiel. Kisten sind ja ziemlich wichtig. War ja noch, wo war das jetzt? Muss hier doch noch mal hoch. Da kommt man von unten gar nicht hin. Das ist hier eine ganz andere Geschichte. So, dann nehmen wir hier noch mal das Ganze. Schienenkram mit Hopsa. Ah. So, wie ist denn das denn mit der neuen Siedlung da unten, wo ich das vorletzte Mal geschaut hatte, was man da machen kann? Könnte man ja vom Neuberg runter so eine Bahnlinie bauen. Ich meine, Schienen haben wir jetzt hier genug. Muss man mal durchzählen, wie viele Schienen wir haben. Das ist ja enorm. Und das alles ohne jetzt dann Eisen angreifen zu müssen. Eisenvorräte haben wir dann trotzdem noch. Und wir haben auch genug für unseren anderen Plan, also dieses diese habe ich CSL oder SB genannt in meinem
in meiner To-Do-Liste, weiß ich jetzt nicht mehr. Hier geht es auch noch weiter. Da haben wir ja genug von den Eisengittern, die ich dafür brauche. Vielleicht sollte ich das mal nächstes Mal anfangen oder irgendwann mal demnächst, sagen wir mal. Nicht allzu lange hin, aber ich wollte noch einen Turm bauen. Dazu muss ich dann erstmal gucken, was ich dafür brauche. Da muss ich erstmal natürlich Ruiniskram fertig machen. Also wir haben Ideen genug. Ja, es ist nicht so, dass wir keine Ideen haben. Es ist nicht so, dass wir keine Ideen haben. Wir haben Ideen genug, was wir bauen können. Also, da ist zunächst mal mit den Ideen, die ich im Kopf habe, das nächste Jahr schon gerettet. Und wenn ich dann da alles fertig gebaut habe, dann kommen dann wieder neue Ideen. Was ist hier hinter? Ah, Eisen. Dann kommen dann wieder neue Ideen. Und so ist das dann. So geht es dann immer weiter. Hast du da eine Idee, dann hast du die vielen Bücher bekommen und denkst, ah, da musst du eine Bücherei bauen. Bibliothek oder was? Dann hast du hier jetzt diese vielen Holzpfosten und Holzkram. Dann denkst du schon daran, wie du jetzt dann die neue Siedlung machst, ob man da vielleicht viel von diesen Holzdingern hier, wie heißt das? Von den Zäunen, aber Holzdinger. Von den Holzzäunen verbauen kannst. Das sind alle die dann aus den Spinnweben rausfallen. So nach und nach, hier nicht. So, hier sind wir eigentlich soweit durch. Was ist hier noch? Ist hier noch so ein Monsterkram hinter? Nee, das hat man selber gemacht, ne? So. Da ist auch schon der Ausgang. Ja, dann haben wir das also im Prinzip. Dann haben wir das im Prinzip soweit fertig, ja. Können dann mal das Ganze ins Lager bringen. Da fehlt uns natürlich dann ein bisschen mehr Transportkapazität. Das heißt, die haben wir ja eigentlich. Die haben wir ja. Ich muss das nur jetzt hier nach oben bringen. Mache ich hier mal. So, was haben wir hier noch? Hier mal Gold, Eisen tun wir da mal rein. Hier mal Eisen, was machen wir da? Tun wir mal Gold rein. So. Ja, jetzt haben wir doch nicht so viel Fackeln gebraucht, aber das ist egal. Fackeln kannst du immer gebrauchen. Schienen. Da habe ich jetzt hier schon mal so viel. Da unten habe ich erstmal gar keine. Aber ist auch egal, das hatte man alles aus den Kisten geholt. Dann bringe ich mal die Erde, das Holz weg. Das Eichenholz, das hat man ja so mitgenommen. Aber hier die Zäune. Und dann nehmen wir hier auch mal die Zäune mit und das Eichenholz. Also das ist schon richtig viel. Dann die Schienen. Immer keine Schienen mehr. Also füllen wir alles mal mit Erde, mit Dinges auf. Mit Kohle und mit Redstone. Ne, füllen wir nur mit Kohle auf. Das ist ja dann auch schon genug. So, super. Da sind wir erstmal voll besetzt hier und dann können wir nach Hause. Ah, es ist dunkel. Sollte ich mich hier vielleicht erstmal hinlegen? Kann man ja hier auch
Oder? Ist er groß genug?